Markus Fiegel ist wieder an der Reihe mit der Einstiegsfrage. Vielleicht nachdem Rudi Mittlöhner sich persönlich vorgestellt hat. Ich habe schon gesagt, Chefredakteur der Furche. Stell dich bitte noch ein bisschen genauer vor, wenn ich dich darum bitten darf. Und dann stellt Markus Fiegel die Einstiegsfrage. Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Rudolf Mittlöhner. Ich bin Jahrgang 65, verheiratet, habe 3 Kinder, bin jetzt seit ungefähr 13 Jahren Chefredakteur der Wochenzeitung Die Furche, war vorher auch journalistisch tätig, unter anderem bei der Kleinen Zeitung und bei der Presse, habe begonnen im kirchlichen Dienst. Ich bin von meiner Ausbildung her Theologe und habe ein paar Jahre in der Diözese Graz-Zeckau in der Hochschulseelsorge als Bildungsreferent gearbeitet und bin von dort in den Journalismus gekommen. So viel in Kürze zu meiner Person. Vielen herzlichen Dank fürs Kommen und für die Bereitschaft, dass wir hier gemeinsam diskutieren dürfen. Ich darf mich auch nochmal beim Lukas sehr herzlich für die Initiative und für die Einladung bedanken. Der Lukas ist ja nicht nur Parteiobmann in Wien-Umgebung, so ein bisschen die Schnittstelle vielleicht auch zwischen urbanem, ländlichen Raum, sondern auch Landtagsabgeordneter in Niederösterreich und einer, der sich schon seit vielen Jahren in ganz unterschiedlichen Formen, sehr intellektuell, aber auch vor allem auch sehr praxisnah, und dafür ist er ja bekannt, mit der Entwicklung nicht nur der ÖVP, sondern vor allem auch Weiterentwicklung der Demokratie beschäftigt. Und ich glaube, auch das ist ein wichtiger Aspekt, über den wir heute auch schon diskutieren dürften. Wir haben es uns angewöhnt, wenn ich so sagen darf, allen Persönlichkeiten dieselbe Einstiegsfrage zu stellen, weil man ja sehr gerne im Kritisieren drinnen ist und zu sagen, was alles einmal negativ ist. Und daher darf ich auch hier die Einstiegsfrage stellen. Was gefällt Ihnen an der ÖVP? Ja, also ich würde die Frage gerne im Konjunktiv beantworten. An der ÖVP gefällt mir, dass sie sozusagen die Partei sein könnte, von der ich am ehesten vermuten würde, dass sie sozusagen meine Interessen vertritt. Ich könnte es auch im Indikativ sagen, an der ÖVP gefällt mir, dass sozusagen von ihrer Grundidee das, was sie sein will, sozusagen eine, wie ich es definieren würde, eine liberal-konservative, wenn man es mit einem traditionellen Wort sagen will, bürgerliche Partei auf einer christlich geprägten Weltanschauung. Und was kann die ÖVP tun, um diesen Kern, der Hintergrund der Frage, Andreas Kober ist ja zu Recht darauf eingegangen, dass diese Frage ja eigentlich zumindest selbstbewusst ist, zunächst zu fragen, was findest du gut an unserer Partei, aber die Frage zielt darauf ab, einen Kern dessen, der es wert ist, für Österreich in der Politik überhaupt vorhanden zu sein und politische Dienstleistung zu erbringen. Also was kann die ÖVP tun, um diesen Kern, das, was du gut findest, auch tatsächlich zur Geltung kommen zu lassen, in der Praxis oder vielleicht sogar zu stärken? Naja, also die simple formale Antwort ist sozusagen, sie müsste das, was ich im Konjunktiv formuliert habe, sozusagen in den Indikativ übersetzen. Das heißt, sie müsste sich wirklich trauen, das zu sein, was sie vorgibt sein zu wollen, nämlich eine bürgerlich-liberale, wertkonservative Partei. Und mein Eindruck ist über die Jahre, über die letzten Jahre vor allem, dass sie zunehmend verlernt hat, ihrer eigenen Programmatik zu vertrauen. Und dass sie zusehends sich auch durch externe Faktoren und allgemeine Entwicklungen dazu neigt, sozusagen sich in alle möglichen Richtungen umzuschauen, wo sie vermutet, dass sie sozusagen auf den Wellen des Zeitgeistes erfolgreich sein könnte. Ja, worauf richtet sich denn das Vertrauen der ÖVP-Verantwortlichen dann, wenn nicht mehr auf die eigene Programmatik offenbar? Ja, sie richtet sich, glaube ich, vielfach sozusagen auf externe Strömungen, auf Zurufe aller Arten von außen, von vermeintlich oder tatsächlich Wohlmeinenden, die sozusagen raten, sie müsse sich sozusagen auch mehr irgendwo dem Mainstream anpassen. Das hat ganz verschiedene, sozusagen ganz verschiedene Verkleidungen. Also einer dieser Begriffe, unter denen das immer wieder diskutiert wird, ist das Wort der Urbanisierung. Die ÖVP müsse urbaner werden, heißt nach jeder Wahl. Aber tatsächlich sind die Wahlergebnisse, wenn sie insgesamt schlecht sind, meistens in urbanen Räumen, Ausnahmen bestätigen die Regel, ja, besonders schlecht.
Das mag sein, nur glaube ich, das, was sozusagen unter diesem Stichwort der Urbanisierung meistens dann transportiert wird, die ÖVP muss liberaler werden, gleichzeitig heißt sie muss sozialer werden, damit die ÖVP das auch versteht, sagt man dann, sie muss wieder christlich-sozialer werden. Glaube ich, das trägt auch nicht dazu bei, dass die ÖVP auch im urbanen Raum stärker realisieren wird, weil sie sozusagen da immer nur der Schmied und nie der Schmied sein wird. Das heißt, es wäre eigentlich dann eine Rückkehr quasi zu den Wurzeln wieder mehr und zu diesen... Zu den Wurzeln, und die Frage ist sozusagen überhaupt, ob sie sich zutraut, tatsächlich eine Alternative zum gängigen Politangebot, sagen wir mal, vereinfacht gesagt, Mitte links zu formulieren, oder ob sie glaubt, dass sie sozusagen auch dieses Angebot sozusagen nur variieren und besser formulieren kann, oder ob sie sagt sozusagen, es könnte auch tatsächlich anders gehen. Und wenn man jetzt sagt, wir haben jetzt sehr theoretisch mit sehr vielen politikwissenschaftlichen Begriffen auch hantiert, wie liberal, konservativ und so weiter. Mhm. Was wären so drei Punkte, wo man sagt, okay, die müsste man jetzt ins Zentrum stellen, ganz konkret als Forderungen, um das wieder sichtbar zu machen? Das ist so quasi dieser Markenkern auch, dafür steht jetzt die ÖVP. Was wären so drei Themen, die man da in die Öffentlichkeit bringen müsste, konkret? Naja, also ich glaube, ein Punkt ist sicher der Begriff der Familie. Ich glaube, dass da im Bereich Familienpolitik sozusagen ein sehr klares Bekenntnis sozusagen zu einem Leitbild Familie im durchaus im traditionellen Sinn sozusagen mal der ÖVP durchaus gut anstehen würde. Was das dann im Einzelnen heißt und inwieweit man sozusagen jetzt, was man berücksichtigen muss, um nicht sozusagen diskriminatorisch zu wirken und so weiter, das kann man alles diskutieren. Aber grundsätzlich einmal der Mut und die Bereitschaft zu sagen, das ist tatsächlich unser Leitbild, unsere Leitvorstellung. Das wäre mal das eine. Da gehört auch ganz wesentlich dazu etwas, was auch für andere Bereiche gilt, dass die ÖVP jene Partei, glaube ich, sein sollte, die klar macht, dass nicht sozusagen jede Differenzierung auch schon Diskriminierung ist. Das ist ein Leitthema sozusagen der gängigen politischen Debatte, dass alles, was darauf hinzielt, sozusagen Differenzen herauszuarbeiten, sofort von Mitbewerbern und auch vom medialen Mainstream als Diskriminierung hingestellt wird. Ja. Das gilt nicht nur, aber auch für den ganzen Bereich der Familienpolitik. Ja. In diesem größeren Zusammenhang würde ich überhaupt auch sehen, die vielleicht größte gesellschaftspolitische Agenda, die derzeit läuft unter dem Label Gender. Ich glaube, da geht es nicht um sprachliche Feinheiten wie Binnen-I oder so, das sind sozusagen nur Kinkerlitzchen vergleichsweise. Ich glaube, dass da sozusagen ein riesen Umerziehungsprogramm und Umerziehungsprozess im Gange ist, den die meisten noch gar nicht durchschauen. Und hier, glaube ich, das ist ein großes Wort, gelassen ausgesprochen. Ja, das bezieht sich wahrscheinlich nicht nur auf Österreich. Nein, es bezieht sich nicht nur auf Österreich. Das hat viel zu tun auf der EU-Ebene sozusagen, mit der Rechtsprechung. Aber wem nützt das? Wer will das? Ich bin kein Verschwörungstheoretiker. Ich sehe nur tatsächlich, dass es zunehmend darum geht, überkommene, nicht im negativen Sinn, sondern sozusagen tradierte Bilder, auch sozusagen im Sinne von Geschlechterdifferenzen, im Sinne von Familienbildern sozusagen sukzessive zu unterlaufen und zu untergraben im Sinne einer antidiskriminatorischen Politik, die letztlich auf eine Art Nivellierung hinausläuft. Also das wäre so ein großer Komplex Gesellschaftspolitik. Und gegen diesen zumindest europaweiten Trend, ja. Ich stelle ihn jetzt mal so hin, wenn ich deinen Worten folge, soll jetzt die ÖVP alleine, ironisch oder halbironisch, auftreten? Nein, also es gibt eine größere Parteienfamilie, wo die ÖVP dazugehört, auch auf europäischer Ebene. Ich glaube, da gäbe es genug Verbündete. Ich glaube außerdem, dass es sozusagen in der Gesellschaft und in den europäischen Gesellschaften genug Verbündete dafür gibt, in der Bevölkerung. Man darf ja nicht verwechseln sozusagen, dass die veröffentlichte und die öffentliche Meinung, manchmal merkt man es ja auch an den Wahlergebnissen. Also ich glaube, das ist ein Riesenthema. Ja. Das ein anderes großes Thema wäre
wäre sicher Europa und die EU. Das ist natürlich sehr heikel, weil man da sozusagen sehr schwierig ist, sozusagen einen Grat zu beschreiten zwischen sozusagen Rechtsaußenparteien, die im Prinzip das europäische Projekt generell ablehnen. Ich glaube aber auch, dass man nicht übersehen kann, dass sich die EU stark gewandelt hat von einem, sagen wir mal, wie ich das auch mehrfach versucht habe zu beschreiben, von einem bürgerlich-liberalen Projekt nach auf den Prinzipien von Freiheit und Wettbewerb auf christlicher Grundlage hin zu einem, sagen wir mal, eher zentralistisch orientierten Umverteilungsprojekt, ja, sehr, sehr schematisch dargestellt. Ja. Es ist auch nicht von ungefähr, dass die, die früher die EU abgelehnt haben, heute ihre glühendsten Verfechter sind. Ne? Und ich glaube, sozusagen, wenn die christlichen, konservativen, bürgerlichen Parteien in Europa nicht sehen, dass sich da der Wind ziemlich gedreht hat, glaube ich, werden sie viele ihrer Wähler auch hinter sich lassen. Aber sowohl im historischen als auch im gegenwärtigen weltweiten Vergleich ist die Europäische Union nach wie vor ein Leuchtturm, oder nicht? Ja, ja, natürlich ist sie ein Leuchtturm verglichen mit anderen Weltregionen, was Wohlstand, Frieden und Sicherheit betrifft, ist keine Frage. Möglicherweise ja. Mit allen anderen Weltregionen. Das ist keine Frage. Aber möglicherweise läuft sie auch Gefahr, das zu verspielen, und wir wollen uns ja auch nicht vergleichen mit irgendwelchen Regionen auf der Welt, sondern man hält ja das nur, wenn man sozusagen sich in die richtige Richtung weiterentwickelt, nicht? Und wenn man sich ausruht auf dem, was man vermeintlich oder tatsächlich auch erreicht hat. Familie, Europa sind zwei große Punkte, die du ins Treffen geführt hast, wenn es darum geht, die ÖVP so aufzustellen, wie du glaubst, dass sie eine gute Dienstleistung fürs Land erbringen kann. Gibt es noch einen Punkt, den wir ergänzen sollen, den du ergänzen willst? Das dritte könnte natürlich das sein, was leider erst so richtig zum Schluss bei seiner Abschiedsrede Michael Spindelegger angesprochen hat, dass er gesagt hat, er will nicht mehr mittun bei den, ich weiß jetzt nicht, wie er es genannt hat, aber im Prinzip ist es auf Umverteilungspopulismus und Sozialpopulismus hinausgelaufen. Er hat irgendwie gesagt, das, was uns näher an Athen als an Berlin heranführt, sinngemäß. Das hat in dieser Deutlichkeit vorher leider nicht gesagt. Aber das, glaube ich, wäre sozusagen auch so ein Punkt, wo möglicherweise jetzt auch durch den neuen Finanzminister sozusagen, ohne dass der Wind in die richtige Richtung geht, das muss man abwarten. Aber das wäre so ein dritter Punkt. Ja. Also eine verlässliche, solide Wirtschaftspolitik, die auch in Kauf nimmt, sich sozusagen unsozial oder was weiß ich was, oder austeritätsfixiert oder sonst was schelten zu lassen. Familie, Europa und eine solide Wirtschaftspolitik, das ist das, was uns Rudolf Mitlöhner rät. Und welches Buch würdest du dem Parteichef schenken? Ich bin nicht sicher, ob du es kurzfristig geschafft hast, eines mitzubringen. Ich hab's jetzt nicht, ich hab's, das wäre gut versteckt, aber du kannst ich sicher es nicht gut versteckt. Nennen. Ich habe leider keines mit. Ich belaste damit auch nicht sein Zeitbudget. Ich habe aber kurz überlegt. Ich habe mir dann alles, was mir eingefallen ist, ist mir irgendwie dann komisch vorgekommen. Entweder irgendwie so pathetisch oder so pseudoprogrammatisch oder so. Ich glaube, es kommt auch nicht darauf an, das, was ich ihm schenken würde, das gibt es nicht, und das ist so ähnlich wie das, was der Herbert Kasper gesagt hat. Ich würde es noch nicht jetzt nur auf Kasper-Leitartikel beschränken und auch nicht auf meine eigenen, aber sozusagen so eine Zusammenschau der letzten 5 Jahre von österreichischen Journalisten, die grosso modo, sagen wir mal, der ÖVP in ihrer Programmatik durchaus nahe stehen und trotzdem zunehmend an ihr verzweifelt sind. Wenn man das so mal zusammenstellen würde, glaube ich, dann käme so ein ganz guter Leitfaden heraus. Ja. Das ist eine klare Botschaft. Was ich ihm schenken würde, obwohl ich sicher bin, dass er das schon hat, und deshalb bleibe ich beim Konjunktiv, ist ein Abo der Furche. Vielen Dank dafür, dass du allwöchentlich als Chefredakteur diese Zeitung herausbringst. Danke fürs Kommen heute, fürs Zeitnehmen, fürs Mitdiskutieren live on air im Livestream. Danke, Rudolf Mitlöhner. Applaus. Danke, dass du da warst. Danke. Vielen Dank.